Das Video war schon lange überfällig. Guten Morgen. Haustiere halten oder nicht? Viele von euch, natürlich insbesondere die Haustierhalter, werden sich heute wahrscheinlich persönlich angegriffen fühlen. Aber wenn ihr mich schon lange abonniert habt und ja, nicht schreiend davongerannt seid, dann könnt ihr zwei Dinge. Erstens, ihr könnt über euch selbst reflektieren und durchaus eure Handlungen in Frage stellen. Und zweitens, erkennen, dass meine Aussagen ja, eine Meinung, eine Person ist, aber kein Anspruch auf die einzig allein gültige Wahrheit hat. Also legt euch zurück und hört meine Ausführungen an und ja, lasst mir dann gerne eure Meinung in den Kommentaren da und dann lasst uns darüber austauschen. Auslöser für das Video war das Video, was ich damals aufgenommen habe, wo eine Katze eine Maus jagt und tötet. Ich verlinke euch dieses Video noch einmal oben in den Infokarten, wo eben diese Grundsatzproblematik des Haustierhaltens angesprochen wurde. Also dann lasst uns einmal starten mit der Frage, warum wollen wir denn überhaupt ein Haustier? Den Wunsch, den habe ich auch. Den habe ich seit ich ein Kind bin. Es ist so schön, dieses Tier. Es ist wie ein Freund. Es lässt sich so gut anfassen. Ich kann mit ihm reden. Er will mich nicht verändern, sondern das Haustier akzeptiert mich so, wie ich bin. So ein Haustier, Studien belegen das auch, die sind meist auch gut für die eigene Gesundheit. Also brechen wir das alles mal runter auf den Kern der Sache. Und der ist, ich will ein Haustier. Reiner purer Egoismus. Aber bevor wir jetzt die Tierhalter als Egoisten verurteilen, wir alle sind Egoisten in der einen oder anderen Lebenslage, so handeln wir. Das ist das, was uns oft ausmacht. Wir sind Egoisten, mal mehr, mal weniger. Selbst die reine Form des Altruismus, also der Selbstaufopferung für andere, kann und wird als Egoismus interpretiert, weil es eben der eigene Wunsch ist, so zu sein und man die freie Wahl hat. Aber wir brauchen gar nicht zu sehr ins Theoretische abzudriften. Nehmen wir mal den positivsten möglichsten Fall, dass eine Person einfach nur ein Tier aus dem Tierheim retten möchte und ja, für sich so beschließt und sagt, hey, ich will dem Tier noch ein schönes Leben schenken. Was passiert denn dann in den meisten Fällen, wenn man so ein Tier aus dem Tierheim gerettet hat? Die Lebensspanne der Tiere wird in einem unnatürlichen Umfeld verlängert, da Tiere in Deutschland so gut wie nie artgerecht gehalten werden können. Es wird einfach nur das Leben verlängert. Tu das mal adaptieren auf den uns alle gegenwärtigen Zusammenhang, dass man angeschlossen an Geräten irgendwo liegt. Da gibt es zumindest von einigen Menschen die Ansicht, dass es dann lieber ist, die Geräte abzuschalten. Also immer, also dass das Leben verlängern immer etwas Positives ist, ist zumindest diskutabel. Und dieses natürliche Umfeld können wir zum Beispiel in einer Stadt für den Großteil der Tiere, für fast alle, wirklich überhaupt nicht gewährleisten. Und dann ist eben die Frage, macht es dann Sinn, ein Leben zu verlängern? Da ist sowieso die Frage, warum ziehen dann die Leute nicht aufs Land, wenn sie Natur wollen, sondern holen die Natur in die Stadt, zwängen diese Natur in die Stadt. Und bei Lebewesen heißt das vor allem in ein extrem unnatürliches Umfeld und lösen damit Stress bei den Tieren aus, der nicht selten zu geistigen Krankheiten bei den Tieren führt und worunter sie dann auch leiden. Und weiter und viel wichtiger, was passiert, wenn man ein Tier aus dem Tierheim einmal gerettet hat? Man kauft in der Regel Futter. Und was bedeutet das? Man unterstützt massiv die Tiernahrungsindustrie. Und dabei ist es egal, ob ihr eine vegane oder eine nicht vegane Tüte für eure Katze oder euren Hund holt. Es ist eine Unterstützung für eine Industrie, die ein großes Interesse daran hat, Tiere zu domestizieren, sie auszunutzen und mit ihnen Geld zu verdienen. Und man gibt dann natürlich, wenn man so ein Tier hat oder generell schon immer als Mensch gerne Geld aus. Dann steht ein Kreislauf. Ja, man kann diesen Geld ausgeben auch ganz schwer entrinnen. Der Minimalismus, der sich von dem Materialismus so ein bisschen löst, das ist eine ganz kleine Strömung. Generell wir Menschen,
Es ist uns eingeimpft worden. Geld ausgeben ist was Tolles. Wer Geld ausgeben kann, das ist jemand, der ist erfolgreich. Na, du hast ein neues Auto. Ne? Da wird positiv das gesehen. Ein teures neues Auto hat vielleicht 1 Million gekostet. Ne? Also so ein ganz klassischer Sportwagen. So Ferrari. Sagt man, da sagt man nicht, Mensch, das tut mir aber leid, dass du nicht die Dinge sehen kannst, wie sie sind, dass du vielleicht ein Fortbewegungsgerät brauchst, um von A nach B zu kommen, und dass du das möglichst ja so kaufst, dass es praktikabel ist, dass es den Sinn erfüllt, ne? Und nicht, dass du dir so viel Shishi drumherum machen musst und wahrscheinlich dich darüber auch identifizierst. Das tut mir leid, dass du 1 Million für das Auto ausgegeben hast. Das ist nicht so in unserer Gesellschaft. Sondern, du hast dieses Auto kaufen können. Ne? Und so ist es dann eben auch, wenn man so ein Hobby angeschafft hat, ich sage Hobby, ne, mit dem Tier, dass man eben da Geld auch ausgibt, für, wie für jedes Hobby. Ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit und auch aus meinem aktuellen Leben, dass man immer auch wieder Geld ausgibt und man immer wieder schauen muss, hey, war das denn überhaupt sinnvoll? Und dann gibt man eben Geld aus für so ein Tier. Und ja, und das ist ja auch das in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer absoluten Luxusgesellschaft, hier in Deutschland vor allem. So, denn alles, was über 300-400 Euro im Monat an variablen Kosten existiert, das brauchen wir eigentlich nicht. Und ja, und das geben wir dann eben aus. Wir haben es ja verdient. Und dann haben wir halt ein Hobby, wo wir unser Geld reinballern. Und anstatt dann einfach weniger zu arbeiten oder sein Geld sinnvoller auszugeben und mal nachzudenken, was man wirklich braucht, bedienen wir eigentlich immer diese Maschinerie und unterstützen halt die entsprechenden Systeme. Und eben dann, wenn man ein Tier kauft, auch die Industrie, dass Tiere domestiziert werden. Ihr tut da nichts Gutes. Auch wenn ihr ein Tier aus dem Tierheim rettet, tut ihr meiner Meinung nach und der Logik folgend, die ich euch jetzt vorgestellt habe, nichts Gutes. Wir bedienen immer wieder den Kreislauf in unserem gesamten Leben, und das ist eine Grundsatzproblematik, dass wir Geld erarbeiten, das wir im Endeffekt wirklich nicht brauchen. Und dann für Dinge investieren, die wir eigentlich nicht möchten, sondern wo uns nur eingeredet wird, dass wir die Dinge möchten oder dass die Dinge gut sind, ne? oder dass wir sie sogar brauchen. Manche glauben ja, dass sie gewisse Dinge brauchen, die mit Sicherheit nicht brauchen. Ne? So bleiben wir dann brav im System wie solche Lemminge und haben keine Zeit. Ne? Das ist immer so, wir haben keine Zeit. Es ist ja nicht einfach so, dass alle Menschen 24 Stunden zur Verfügung haben. Nein, nein. Wir müssen so lange arbeiten. Wir haben die und die moralische Verpflichtung. Und man sollte sich seiner Verantwortung für XYZ nicht entziehen. Bla 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 bla. Merkt ihr, wie idiotisch das ist? Gerade in diesem Zusammenhang. Einerseits das Ego bedienen und ein Tier anschaffen, aber andererseits davon reden, wie wenig Zeit man doch hat. Das ist doch dann selbst gewählt, wenn man sich so ein Tier anschafft. Man entscheidet selber über seine Zeit, kein anderer. Ne? Lasst doch den ganzen unnötigen Scheiß mal weg, mit dem ihr eure Zeit im Endeffekt zuballert. Denn Tiere, wenn man sie denn wirklich so artgerecht und verantwortungsvoll wie möglich halten will, brauchen auch viel Zeit. Ne? Es ist möglich, natürlich. Und sie sind dann quasi auch eine permanente Verantwortung. Und ja, kosten eben dann auch viel Geld. Macht doch mit dieser Zeit etwas Sinnvolles. Schont die Tiere und schont euch. Und wenn ihr nichts mit eurer Zeit anzufangen wisst und ihr unbedingt ein Tier bemuddeln wollt, dann wenigstens eins, was so klein und einfach und artgerecht zu halten ist, wie das, was ich euch unten in der Infobox verlinkt habe. Aber Katzen, Hunde, Mäusen, Ratten, Meerschweinchen, Kaninchen, Schildkröten oder weiß der Geier nochmal. Geier nochmal. Diese Tiere sollten einfach, wenn sie denn leben, einfach wild in der Natur leben, wenn sie das denn möglich ist. Oder einfach vor allem nicht weiter gehalten, gezüchtet und verkauft werden. Dieser ganze elende Kreislauf, damit Geld zu verdienen mit diesen Tieren. Ich glaube auch, dass viele Tierhalter der Meinung sind, dass sie ihre Tiere lieben. Das glaube ich von Herzen. Ne? Also, sie sind richtig überzeugt, ich liebe die Tiere. Aber in Wahrheit lieben sie das Gefühl, dass jemand bei ihnen ist, der sie zum Beispiel nicht verurteilt und der sie liebt, bedingungslos. Was Liebe ist, auch in dem Zusammenhang sehr, sehr passend.
oben Infokarten. Ne? Ich glaube, die verwechseln ihre Liebe mit Besitz, ne? Und mit, dass sie etwas brauchen, was ein anderer ihnen gibt. Keine andere Spezies, die mir bekannt ist, hält sich Tiere für diese Gründe. Es gibt natürlich auch Symbiose, ne? Da in der Natur, wie diese Einsiedlerkrebse mit den Seeanemonen oder die Ameisen und die Blattläuse. Aber wir Menschen benötigen zu 99%, sage ich einfach mal, keinen Hund, der uns beschützt. Tiere verkommen zu einem Spielzeug für uns. Aber andererseits, wenn die Tiere mal etwas spielen wollen und also selber für sich entwickeln wollen und dasselbe Recht sich rausnehmen wie wir, weil wir mit den Tieren spielen wollen, also wenn diese Tiere spielen wollen und dann mal, wie bei einem Hund, Nachbars Kleinkind mal in das Bein zwicken, was eben so ein Hund mal macht, dann bekommt das Tier sofort was auf die Pfoten und das war's dann mit Spielen. Es geht nur um uns bei den Tieren. Wir sind das Entscheidende, wenn wir ein Tier haben wollen. Es geht nicht um die Tiere. Eine freie Entwicklung ist eventuell möglich auf dem Land, wo sich zum Beispiel auch Hunde frei entfalten können und eventuell auch eine wirklich natürliche Ernährung in irgendeiner Weise gewährleistet werden kann. Wobei Hunde eben schon sehr stark domestiziert sind. Sie kommen ja vom Wolf, der in der Natur wunderbar überleben kann. Bei so einem Hund wird es dann schon schwierig. Da ist die Frage, ob man Hunde erhalten sollte. Das ist eine künstliche Rasse. Ob es überhaupt sinnvoll ist, diese Hunde zu erhalten, diese Art, die wir gezüchtet haben. Lass doch die Hunde einfach jetzt hier alle glücklich sterben und dann ist gut. Also ist natürlich unrealistisch, wissen wir alle. Das ist eine Industrie, die dahinter steht. Ja, also meiner Meinung nach, diese Masse an Hunde und Katzen, das ist überhaupt nicht notwendig. Und in einer Stadt finde ich das einfach nur wirklich richtig, richtig schlimm. Ich liebe sowohl Hunde als auch Katzen. Also ich bin nicht explizit ein Katzenmann oder Hundenmann. Ich liebe beide. Ich habe auch in meiner Beziehung, die 15 Jahre ging, eine Freundin gehabt, die selber auch einen Hund gehabt hat. Und ich komme wunderbar mit Hund und Katzen klar. Ich finde das, wie gesagt, die Tiere können nichts dafür, dass sie gehalten werden. Sie machen eben das Beste draus. Aber ich betrachte das alles, diese ganze Haltung der Tiere immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich positioniere mich heute hier ganz klar, das mache ich nicht so häufig, dass ich mich ganz klar positioniere, aber ich positioniere mich heute ganz klar gegen die Haltung von Tieren. Egal, ob zum Essen, also wenn man sich jetzt irgendwie eine Schweinefarm hat und die dann essen möchte, zum Essen oder zum Kuscheln oder eben zum Liebhaben. Tiere sollten sich frei entwickeln und leben können in der Natur. Und wenn sie zur Gefahr für den Menschen wären, dann darf der Mensch auch wie jedes andere Tier, sich gegen diese Tiere wehren und auch natürlich töten. Ne? Da bin ich auch der Meinung. Natürlichkeit, das vergessen sehr, sehr viele Menschen immer wieder, bedeutet auch Tod. Und wenn eine wilde Katze eine Maus tötet, um zu überleben, oder ein Fuchs eine Gans holt, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber wenn eine Katze, und da sind wir wieder bei dem Video, unbeholfen eine Maus quält, nur um ihren Spieltrieb zu befriedigen und sie diese eigentlich gar nicht essen will, weil sie mit fertiger Tiernahrung zu Hause vollgestopft wird, dann läuft irgendwo was schief in unserer Gesellschaft. Dann gerät die Natur aus der Balance. Und Arten sterben auch aus. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn sich die Umweltbedingungen eben ändern. Sie deswegen künstlich in Gehegen zu schützen und quasi deine Haltung zu rechtfertigen, die letztlich nur dazu führt, dass es meist gar nicht der Umweltschutz ist, sondern dass sich Menschen diese Arten nochmal anschauen können. Wir als Menschen sollten so wenig wie möglich in die Natur eingreifen. Und dazu gehört es für mich auch, dass wir keine Tiere halten, vor allem so stark selektiv ausgewählt, was dann eben zu einer komplett unnatürlichen Überpopulation führt. Wie zum Beispiel derzeit bei den Hunden. Und dann entstehen Problematiken wie die Straßenhunde, zum Beispiel in Rumänien, in vielen anderen. Bei Katzen ist das ähnlich. Ne? Durch unseren Eingriff in die Natur kommen erst diese Probleme zutage, dass eben so viele auch in den Tierheimen landen. Und wir müssen dort ansetzen, wo das Problem ist und nicht quasi das Symptom dann bekämpfen. Eben, dass die Tiere im Tierheim sind und denken, dass wir was Gutes tun, wenn wir in das Tierheim gehen und ein Tier aus dem Tierheim retten. Ist natürlich besser, wenn man den Drang hat, unbedingt ein Tier halten zu müssen, wenn nicht unten das, was ich euch in der Infobox verlinkt habe, dass man dann eher eins aus dem Tierheim nimmt als von einem Züchter. Das ist natürlich auch klar. Aber das Problem an der Wurzel packen,
Das wär's eigentlich. Ne? Lass uns einfach die Tiere in der freien Wildbahn so natürlich und unberührt leben, wie es denn noch möglich ist und ja, wie wir es denn mit unserem Ego auch vereinbaren können. Schafft die Zoos ab, wie Costa Rica. Siehe dazu auch mein Video oben in den Infokarten. Schafft die Tierversuche ab, schafft die Tierhaltung ab. Meiner Meinung nach sollten wir einfach die Tiere Tiere sein lassen, ganz in Ruhe leben und sterben und so wenig wie möglich eingreifen. Und ich verurteile die Tierhaltung, ich möchte das nicht für mich. Ich akzeptiere das, wenn andere Menschen das so sehen, wenn sie Tiere halten. Es ist erlaubt. Unsere Gesellschaft in Deutschland erlaubt die Tierhaltung. Ich lebe in dieser Gesellschaft. Es ist eine freie Entscheidung, in dieser Gesellschaft zu leben. Die Tiere hält, die Tiere isst. Das ist alles erlaubt. Und von daher akzeptiere ich das. Ich gebe aber meine Meinung hier auch bei YouTube kund und möchte auch, dass andere Menschen das wissen, wofür ich stehe. Und ja, das dient einfach für mich auch so ein bisschen, dass die Menschen erkennen, wenn sie denken, dass sie im Sinne der Tiere handeln, dass da Argumente dagegen sprechen, wenn sie sich ein Tier holen, dass sie die Tiere lieben. Und das möchte ich gerade bei den Tierhaltern, die sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen angegriffen fühlen und auch fühlen sollen, ja, das möchte ich einfach so ein bisschen mit diesem Video, das war meine Intention. Ja, wie gesagt, Entschuldigung für alle Gefühle, die ich jetzt verletzt habe, das war bewusst. Ne? Das war bewusst, ich möchte diese Gefühle verletzen, weil ich hoffe, dass dadurch ja, vielleicht so ein Gedanke in Gang gesetzt wird. Und vielleicht ist es so, der ein oder andere, der jetzt ein Haustier hat, dass er dies mit Liebe bis zu seinem Tode pflegt und danach vielleicht überdenkt, sich eben kein Haustier mehr zu holen. Das wäre toll, das wäre schön, wenn ich da so ein bisschen mit anschieben könnte, diese Überlegung, aber ja, ich weiß es nicht. Gut, ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin natürlich total interessiert an eurer Meinung zum Thema Tierhaltung. Könnt ihr meiner Argumentation folgen? Seid ihr selber Tierhalter? Seid ihr keine Tierhalter? Ja, wie denkt ihr zu dem Thema? Ich wünsche euch alles Gute, bin gespannt auf Diskussionen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.